Er hatte keine großartig andere Wahl. Wir mussten weiter. Wie großzügig von ihm. Ich bin ein wenig überrascht, dass es dich hergibt, um ehrlich zu sein. Seine Geschäfte in Port Maya müssen besser laufen als berichtet. How much do you know about the Luminous Adra trade? Wie viel weißt du über den Handel mit leuchtendem Adra? Genug? Ich weiß, dass Eotas danach sucht. Worin besteht dein Interesse am Adra? Ich habe von Gouverneur Clario genug darüber gehört. Fragen wir mal sie nach ihrem Interesse. It sells for its weight in gold. Our investors have charged us with claiming every vein we can reach. Man kann es für sein Gewicht in Gold verkaufen. Unsere Investoren haben uns damit beauftragt, jede Ader, die wir erreichen können, in Besitz zu nehmen. Alvari unterstreicht ihre unverblümte Aussage mit einem Lächeln. Every viable deposit is of interest to us. Cartographers, surveyors, at any moment we have a dozen expeditions underway. Jedes erschließbare Vorkommen ist für uns von Interesse. Kartografen, Vermesser, zu jeder Zeit sind Dutzende unserer Expeditionen unterwegs. Some weeks ago, we received word of a large quantity of luminous Adra on a distant island. Pukukohara, it is not charted on any of our maps. Vor einigen Wochen erfuhren wir von einer großen Menge leuchtenden Adra auf einer abgelegenen Insel. Pukukohara, es ist auf keiner unserer Karten verzeichnet. However, Pukukohara is said to neighbor the island of Tikawara, and we've already made contact with the natives there. We dispatched an expedition to Tikawara with instructions to locate the Adra site and determine its value. Pukukohara ist jedoch angeblich eine Nachbarinsel von Tikawara und mit den Einheimischen dort haben wir bereits Kontakt aufgenommen. Wir haben eine Expedition nach Tikawara geschickt mit dem Auftrag, die Adra-Lagerstätte zu finden und ihren Wert festzustellen. Our people have neither returned nor sent any word on their progress. Unsere Leute sind weder zurückgekehrt, noch haben sie Nachricht über ihre Fortschritte geschickt. Alvari breitet ihre Hände in einer Geste der Hilflosigkeit aus. We are too long delayed, and someone must finish the job. A watcher can determine if there is essence in the Adra, if it is worth the trouble and investment to remove it. Information for which we are willing to pay. Wir sind bereits zu sehr im Verzug und jemand muss die Arbeit zu Ende bringen. Ein Wächter kann feststellen, ob es in dem Adra Essenz gibt, ob es die Mühe und das Geld wert ist, ihn abzubauen. Eine Information, für die wir zu zahlen bereit sind. Ich mache es, du möchtest, dass ich deine Leute finde? Was weißt du über Pukukohara? Not much, unfortunately. A few superstitions among the locals, but they're unusually tight-lipped about the subject. Leider nicht viel. Ein wenig Aberglauben der Einheimischen, aber sie reden normalerweise nicht gerne darüber. Und du möchtest, dass ich deine Leute finde? Ideally. But if the worst has come to pass, I would like you to complete the investigation of the Adra deposit. Anything that may assist the company. Die Leute sind immer entbehrlicher. Idealerweise, aber wenn das Schlimmste eingetreten sein sollte, möchte ich, dass du ihre Untersuchung des Adra-Vorkommen abschließt. Alles, was der Gesellschaft helfen könnte. Gut, dann mache ich es. Gelade. I will mark Tikawara on your map. We have had no real trouble with the villagers in the past, but I always recommend caution. Geralde, ich werde Tikawara auf deiner Karte einzeichnen. Wir hatten in der Vergangenheit nicht wirklich Schwierigkeiten mit den Dorfbewohnern, ich rate aber immer zur Vorsicht. This will be of some use to you, I think. It entitles you to act as a commissioned agent of the Valiant Trading Company. Present it and you will be recognized as such. Das hier wird sich für dich nützlich sein, meine ich. Es verleiht dir das Recht, als befugter Vertreter der Valianischen Handelsgesellschaft zu handeln. Lege es vor und du wirst als solcher erkannt. Alvari drückt dir ein Dokument in die Hand. Gegenstand erhalten. Vollmacht der Valianischen Handelsgesellschaft. Hiermit wird kundgetan, dass der Träger dieser Dokumente berechtigt ist, in Angelegenheiten betreffend die Erkundung des Todesfeuerarchipels und der Beförderung der dortigen Interessen der Valianischen Handelsgesellschaft im Namen selbiger Gesellschaft zu agieren. Das Schreiben ist von Gouverneur Nueva Alvari unterzeichnet und mit ihrem offiziellen Siegel versehen. Until then, I believe we are finished. Das ist Return here once you have word of our agents and our prize. Oh, and take care upon the open sea. There are greater hazards in these waters than a few pirates. Das ist für den Moment alles, nicht wahr? Komm hierher zurück, sobald du Neuigkeiten von unseren Leuten hast. Und von der Sache, hinter der sie hier waren. Oh, und pass auf dem offenen Meer auf dich auf. Es gibt weitaus größere Gefahren in diesen Gewässern als ein paar Piraten. Jo.
Ich habe mich mit Lueva Alvari getroffen, der Nummer 2 in der Valianischen Handelsgesellschaft. Das war die Quest für die... Ja, hier oben gibt es sogar eine Schwierigkeitsanzeige. Oh, empfohlener Begleiter. Mir wird sogar empfohlen, wir werden sogar empfohlene Begleiter angezeigt. Ja, Mann über Bord. Empfohlener Begleiter. Familienstolz. Das ist... Achso, ja. Das ist Eddas Quest, das ist Xotis Quest. Ja. Kopfgeld. Ich habe mehr gezeigt, was nach dem Tod geschieht und das Kopfgeld erhalten. Ein Kopfgeld für Poraku. Mhm. Wir haben Kopfgelder für bestimmte Fraktionen, wie hier die Valianische Handelsgesellschaft und die Huana. Was uns Pluspunkte bei den Fraktionen einbringen sollte eigentlich. Hoffe ich mal. Und natürlich ihre Hauptquesten. Die Valianische Handelsgesellschaft hat eine Expedition ausgesandt, um die Insel Pococuhara zu finden. Die Expedition ist niemals zurückgekehrt. Ich wurde von der Valianischen Handelsgesellschaft gebeten, die erste Expedition nach Pococuhara aufzuspüren, was nötig, ihre Mission zu beenden. Der erste Schritt ist die Reise nach Tikawara. Mir wurde eine Belohnung für den Fall versprochen, dass ich die Angelegenheit zum Vorteil der Valianischen Handelsgesellschaft regeln kann. Okay. Da sie uns gleich schon wegschickt. Gucken wir noch hier rein. Hier ist aber nur der Wachraum, in dem wir nichts stehlen sollten. Darf ich jetzt daran? Nö. Die kehrt da hinten. Ist hier noch jemand drin? Nö, das hier ist auch eh nur das Badezimmer, sehe ich gerade. Wird das auch als solch eins angezeigt? Ja, der Waschraum, stimmt. Out my wheelhouse, friend. Begging your pardon, sir, but I cannot stop to talk. Was ist oben? Büro des Direktors, Büro des Assistenten, Ausgang zur Terrasse. Hm. Wächter, Wächter, ich bin auch ein Wächter. Ich bin mir jetzt aber sicher, zum Gouverneur darf ich nicht rein. Entschuldigung, der Direktor ist nicht da, du musst ein anderes Mal wiederkommen, okay. Also zum Direktor meine ich, kann ich nicht rein. Wer läuft da entlang? Ihr seht so aus. Ein Wächter und ein Diener, okay. Du bist auch nur ein Diener. Oleska Sarosa. Ack, just a moment. Ack, nur einen Moment. Die Zwergenfrau am Schreibtisch sieht noch nicht auf. Sie tippt mit der Feder in ihrer Hand an ihr Kinn. Angestrengte Konzentration in ihrem Gesicht. Nach einigen Momenten trägt sie etwas in das Hauptbuch vor ihr ein. There we are. So, did Alvari send you? I'm putting together the numbers. You'll have to be patient. Da sind wir. Hat Alvari dich geschickt? Ich stelle die Zahlen zusammen. Sie wird geduldig sein müssen. Sie blickt verwirrt zu dir hier herauf, dann blickt sie wieder eulenhaft nach oben. Well, you're no clerk. Sientere, Watcher. I was preoccupied. Do not take it personally. They put me in this side office for a reason. Oh, du bist kein Schreiber. Siente. Tut mir leid. Wächter, ich war abgelenkt. Nimm es nicht persönlich, sie haben mich aus gutem Grund in dieses Nebenbüro gesteckt. Oleska Sarasso, Advisor. Did you get turned around? I have little to do with people, to be honest. Numbers mostly. Oleska Sarosa, Beraterin. Du hast dich verlaufen. Ich habe wenig mit Leuten zu tun, um ehrlich zu sein. Normalerweise mit Zahlen. Sarosa deutet kurz auf den Schreibtisch. What can I do for you today, Watcher? Was kann ich für dich heute für dich tun, Wächter? Wie geht es der Gesellschaft? Our fortunes dwindle.
I must ask the director for some clarity on these figures. I cannot imagine why they are so low. Ich werde nicht lügen, unsere Vermögen schwinden. Ich muss diese Zahlen mit dem Direktor klären. Ich kann mir nicht vorstellen, warum sie so tief sind. Und was genau tust du hier? I am an advisor to the director. I keep the books in order and offer advice on the operations of the fleet. Profits, losses, all here. Einfach gesagt, ich bin eine Beraterin des Direktors. Ich halte die Bücher in Ordnung und biete meinen Rat bezüglich der Aktivitäten der Flotte an. Profite, Verluste, alle hier drin. Anstatt auf ein Hauptbuch zu zeigen, hebt sie eine Hand und tippt sich an die Schläfe, also sie ist eine Denkerin. I have a better head for numbers than for small talk, I'm afraid. It isn't personal. Ich habe einen besseren Kopf für Zahlen als für Smalltalk. Tut mir leid, es ist nichts Persönliches. It is nice to be asked, I suppose. I hardly ever get anyone in here unless they need help with their sums. Es ist nett, gefragt zu werden, schätze ich. Ich sehe hier drin kaum jemanden, außer sie brauchen Hilfe bei ihren Zahlen. Ich verstehe nicht, warum. Du hast vermutlich die wichtigste Arbeit hier. That is true, but hardly anyone says so. Das ist wahr, aber kaum jemand sagt das einmal. Sarosa lächelt, ein ehrliches, vergnügtes Lächeln, das ihre Augen zum Strahlen bringt und Farbe auf ihre Wangen zaubert. I have been lucky to reach this position. I enjoy the work and it is clear that I am needed. Being useful. It is a good feeling. Ich hatte viel Glück, um diese Position zu erreichen. Ich genieße die Arbeit und es ist klar, dass ich gebraucht werde. Nützlich zu sein ist ein gutes Gefühl. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? I can spare a few moments. Ich kann ein paar Momente erübrigen. Was denkst du über Alvari? She's nice, no? A little intense, maybe. She gets results. Always to the letter. Sie ist nett, oder? Ein bisschen verkrampft vielleicht. Sie liefert Ergebnisse, immer bis auf den Buchstaben genau. Was kannst du mir über die Familien Valera und Bardotto erzählen? Ja, das ist interessant. Them. Oh, God, they've been at each other's throats from the start. And ask if anyone cares one speck why it started. We should have left these feuds back in the Republics. Ah, die. Meine Güte, die sind sich von Anfang an die Gurgel gegangen. Und frag, ob das jemand nur ein Deut kümmert, warum es begonnen hat. Wir hätten diese Fäden in den Republiken lassen sollen. The Bardattos are some of our most valued investors. The Valera family makes its business in pirate hunting and they have an open contract to keep the waters around Negataka clear. Die Bardettos gehören zu unseren höchsten geschätzten Investoren. Das Geschäft der Valera-Familie ist die Piratenjagd. Und sie haben einen offenen Vertrag, die Gewässer um Negataka freizuhalten. But they spend more time plotting against one another. A waste. Aber sie verbringen jetzt Zeit damit, sich untereinander zu verfehden. Eine Verschwendung. Was kannst du mir über die Handelsgesellschaft noch erzählen? Well, it is funded and so controlled by the Songreta Mea Compressa. I can tell you that much. A council of 11 investors. Nun, sie wird finanziert und somit auch kontrolliert von den Songreta Mea Compressa, also den 11 Investoren. So viel kann ich sagen, ein Rat aus 11 Investoren, yay. Dukes, Nobles, not all from the Republic's mind, but all very important people. Dukes, Adlige, nicht alle aus den Republiken wohlgemerkt, aber alle sehr wichtige Leute. Und wer hat hier das Sagen? While the Songreta is away, Canta Nero is the company's highest authority on the island. But he mainly concerns himself with diplomatic affairs. For the usual business, you want the director. In Abwesenheit des Songreta... Ja. Ist der Canta Nero die höchste Autorität auf der Insel. Er beschäftigt sich jedoch hauptsächlich mit diplomatischen Angelegenheiten. Für die üblichen Geschäfte ist der Direktor der richtige Ansprechpartner, der nicht da ist. Okay, das war es, was ich wissen wollte. Oleska nickt und wirft bereits wieder schnelle Blicke auf ihre Papiere. Dann lebt mal wohl. Weil weiter will ich nicht unbedingt stören. Was ich mir, weil ich gerade Fenrir und meinen Hund gesehen habe, gerade so überlegt habe, was mich... Also was mir wieder eingefallen ist, was ich mir neulich mal überlegt habe, was man mal Verrücktes ausprobieren könnte, ist ein ganzes Team aus Waldläufern. Also sich selber Waldläufer erstellen. Much to see in the light. Oh, hier ist ein Geheimversteck. Morgendämmerung, gefaltete Notiz. Diese Notiz wurde anscheinend hastig unter die Bank geschoben.
Sie ist nämlich ein wenig verknittert. Auf dem Blatt finden sich, wie es scheint, mehrere fehlgeschlagene Ansätze, ein Liebesgesicht zu schreiben. Außerdem wurde mehrfach versucht, Worte zu finden, die sich auf Steuer und Schwert reimen. Allerdings ohne großen Erfolg. Auf Steuer reimt sich Feuer. Auf Schwert reimt sich Pferd. Und Silberlusken, sehr viele. Das nehme ich gerne mit. Ein Tobi. Ich habe Tobi ins Inventar gelegt. Was machst du denn? Plus 1 Wahrnehmung. Plus 8 Max Gesundheit. Was macht Ivy nochmal? Entschlossenheit. Ja, das sind meine Haustiere, die ich so zurzeit einsacke. Ja.